Jennifer Lange, 27, und André Mangold, 34, trennten sich erst vor wenigen Monaten. Während der ehemalige Rosenkavalier wieder auf Flirtkurs sein soll, bringt nun auch Jenny die Gerüchteküche zu. Jennifer Lange und André Mangold waren lange Zeit für viele das Traumpaar aus dem deutschen Fernsehen. 2019 lernten die beiden sich in der Kuppelshow der Bachelor kennen und lieben. Doch nach knapp über einem Jahr zogen Jenny und André im letzten November einen Schlussstrich und beschlossen, getrennt weiter durchs Leben. Doch während ihrer gemeinsamen Zeit haben die beiden gravierende Zukunftspläne. Unter anderem kaufte das ehemalige Paar zusammen ein Haus in Spanien und hatte große Pläne. Nun, nach der Trennung stellten viele Instagram-Follower die Frage, was mit ihrer Immobilie nun geschehen. Auf der Social-Media-Plattform verriet Jennifer kürzlich ihren Fans, dass sie diese Verbindung zu ihrem Ex kappen möchte. Für sie ist anscheinend noch nicht klar, wo es ihr als nächstes. Das Thema Umziehen ist jedoch derzeit vom Tisch. André scheint sich nach der Trennung von Jenny wieder aufs Pferd geschwungen zu haben. Derzeit kursieren Gerüchte, dass es zwischen ihm und der Schweizer Bachelorette Andrina Santoro heftig knistert. Doch was ist mit seiner Ex-Freundin? Auf Instagram antwortet die Zumba-Trainerin auf die Frage, ob es jemand Neues in ihrem Leben gibt mit: Haben ihre Follower etwa hier ins Schwarze getroffen? Einige spekulierten sogar, dass es sich bei ihrer kürzlichen Spazierbegleitung um jemand Besonderes handelt. Diese Theorie erstickte Lange jedoch sofort im Keim. Es bleibt also spannend, wer möglicherweise das Herz der einstigen Rosenanwärterin